Explosionskatastrophe im Werk 1 der Firma Swarovski am 29. November 1964. Durch eine gewaltige Gasexplosion wurden Gebäude weggerissen, andere zum Teil schwer beschädigt. Ein durch die Explosion ausgelöster Brand wurde rasch eingedämmt. In den unterirdischen Schächten sammelte sich in einem Teil des Betriebes Gas und explodierte. Wie man auf den Bildern sieht, wurden mit unglaublicher Kraft Wege im Gelände aufgerissen, Gebäude zerstört und Fahrzeuge in die Luft geschleudert. Wie durch ein Wunder waren Menschen nicht betroffen. Es gab zum Glück nur Sachschaden an den Gebäuden und Betriebsmittel. Der Schaden war enorm und die Produktion musste zum Teil ausgesetzt werden. Mit vereinten Kräften wurden die Schutthaufen weggeräumt und neue Gebäude aufgebaut. Die Produktion wurde in kürzester Zeit wieder provisorisch aufgenommen. Mit großem Einsatz und Zusammenhalt aller Beteiligten wurden die Betriebsstätten wiederhergestellt. Dies zum Wohle der Bevölkerung in der Region.